3 Tage lang ist der Rallytross Gast im Landkreis Bad Neuenahr Ahrweiler. Eindrucksvolle und gut geführte Gasthäuser bieten ein harmonisches Umfeld. Ohne Zweifel neben der sportlichen Herausforderung ein wichtiger Grund für das überaus positive Image der Veranstaltung. Ob Adenau, Altenahr, Maischoss oder Dernau, die Rallye Köln-Ahrweiler ist mit Landschaft und Bevölkerung verwachsen. Ein Verdienst der umsichtigen Organisation, angeführt von Walter Butter, der sämtliche Verbindungen ganzjährig pflegt. Youngtimer sind Fahrzeuge der Homologationsjahre 1966 bis 1976, die getreu nach den damaligen Sportbestimmungen aufgebaut werden müssen. Der schwedische Ex-Weltmeister Björn Waldegard verkörpert persönlich diese große Rallye-Zeit. Er testet hier sein Einsatzfahrzeug, einen optimal vorbereiteten Porsche 914-6, ein 2-Liter-Sechszylinder mit 200 PS. Kein unbekanntes Objekt für Björn, der schon bei der Rallye Monte Carlo 1971 mit einem Werks-Porsche 914-6 den 3. Platz erreichte. Die Rallye ist nach alter Sitte geheim. Aber selbst am Start im kleinen Weinörtchen Maischoss gibt man sich ganz gelassen. Das deutsche Rallye-Idol Walter Röhrl darf natürlich auch nicht fehlen. Der zweifache Weltmeister betreibt hier gerade Aufklärungsunterricht in Sachen Rallye-Geschichte. Er selbst startet hier auf einem 68er Escort Twin Cam mit 1600 Kubikzentimeter und 170 PS. So, und jetzt geht's los. Good luck, gute Fahrt, viel Glück, dürfen wir sagen. Björn Waldegard und Bruno Berglund. Selbstverständlich bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin ja leider Gottes hier nicht so oft gefahren, dass ich wirklich nicht weiß, wo es hingeht. Aber mehr oder weniger Spaß, und es ist unheimlich wichtig, dass wieder Leute was unternehmen, damit dieser Sport nicht aussterben. Ein Auto, mit dem wir heute hier sicher für den gesamten gut sein könnte. Von Docker Andersen ist der amtierende historische Europameister im Rallye-Sport. Eine kleine Bergprüfung zum Aufwärmen. 5 Kehren und knapp 2,7 Kilometer lang. Impressionen, die den Fan begeistern. Waldegard Berglund fast optimal mit dem Porsche. Röhrl Heger haben mit dem kleinen Twincam Vorteile auf der feuchten Straße. Europameister Andersson sucht noch seine Ideallinie. Janssen Schmiemann mit ihrem beliebten Opel Kadett B1900. Kernig, der Rundstrecken 914-6 mit dem Belgier Josef Reib. Thomas Kleinwächter hat Probleme, die Kraft des Ascona A1900 auf den Boden zu bringen. Ulrich Sellhorst, hier noch fröhlich mit seiner bildschönen Alpine auf Sekundenjagd. Roland Fischer gewinnt das interne Alpin-Duell.
wie im Lehrbuch. So sollte man es nicht machen. Klaus Ellermann mit Co. Jörg Malzahn. Walter Röhrl setzte sich sofort an die Spitze. Björn Waldegard hatte mit 4 Sekunden das Nachsehen. Überraschend stark die Rundstreckenspezialisten Detlef Wurst auf Porsche und Wilfried Eichen auf Ford Escort. Gute 8 Kilometer von der feinsten Sorte Rallye. Alle Schwierigkeiten vorhanden und verteufelt glatt bei Nässe. Mit einem Haley waren Höppermanns Derks bei diesen Verhältnissen natürlich auf verlorenen Posten. Detlef Wurst hat auch keinen Respekt vor Schotter. Sein Carrera RSR ist eine Augenweide. Heinz-Robert Janssen treibt den Kadett um die Ecken. Der Finne Erkki Granlund keine Sekunde langsamer. Auch ein Stück Rallye-Geschichte, der Buckel-Volvo mit der Bayern-Besatzung Neugebauer Howacker. Das Ehepaar Kirchner hatte da wohl einige Probleme mit Strecke und Technik. Dabei sein ist aber alles. Waldegard kämpft um jeden Zentimeter. Auf dieser schwierigen Prüfung waren die Ex-Weltmeister wohl in ihrem Element. Über 20 Sekunden vor dem Rest der Welt. Röhrl mit knapp 1 Sekunde wieder vor Waldegard. In der Gruppe 1 übernahm Meißner das Kommando und schickte sich an, die Youngtimer Trophy zu gewinnen. Schnelle und flüssige Passagen werden öfters durch enge Kurven unterbrochen. Die Kameraoptik täuscht. Röhrl meistert hier einen regelrechten Rechtsabzweig. Björn Waldegard auf fast identischer Kampflinie. Josef Reib dagegen ein wenig eigensinnig. Das Traumauto der 60er Jahre, Lancia Fulvia HF mit den Brüdern Fischer. Thomas Kleinwächter kämpft um den Anschluss an Janssen und Granlund. Detlef Wurst hat Gefallen an der Rallye gefunden. Es fällt schwer, mit dem Kadett die Porsche-Zeiten zu unterbieten. Ein MGB darf natürlich in diesem Klassefeld nicht fehlen. Die Wertungsprüfung 3 war Insidern bekannt von früheren Rallyes. Wieder waren es Röhrl und Waldegard, die die Spitzenzeiten fuhren. Walter war wieder schneller und vergrößerte den Vorsprung auf 7 Sekunden. Aber was sind schon 7 Sekunden? In der Gruppe 1 stürmt Meißner der Konkurrenz auf und davon. Selektive Prüfung mit großen Unterschieden. Einmal breit und schnell, dann wieder eng und Kurve auf Kurve. Dieter Walterscheid mit Co. Gerd Hüppen. Es gibt keine Köln-Ahrweiler ohne Gerd Hüppen. Roland Fischer arbeitet sich mit seiner Alpine unbemerkt unter die Top 10. Bei ihrer ersten Sprintrallye bisher fehlerlos Josef Reib und Jean-Marie Jacobs. Ein seltener Rallye-Traum, Jürgen Schilling und Andrea Kaufmann auf einem bildschönen BMW 3,0 CSL. Sehr unterschiedliche Anforderungen stellte die Wertungsprüfung 4 und diesmal sind die Weltmeister zeitgleich.
immer noch gut dabei ist Detlef Wurst. Er festigt seinen dritten Rang. Ein Drama spielt sich in der Gruppe 1 ab. Axel Meissner kommt von der Strecke ab. In diesen Momenten verliert Axel nicht nur die Rallye, auch die Trophy. Rundkurs, der kurz mit 3 Runden plus Ausfahrt beschrieben werden kann. Mit 25 Kilometern die längste Prüfung der Rallye. Zwischen Escott und Hinkelstein bleibt nicht viel Luft. Josef Reib lässt da mehr Sicherheitsraum. Waldegard jagt Jansen. Es dauert lange, bis der Kadettfahrer sich geschlagen hat. Hans-Otto Malwitz fährt wie Röhrl einen Hundeknochen, aber einen RS 2000. Thomas Kleinwächter in Schwierigkeiten. Der Holländer Bergsma im Porsche wird noch vor der nächsten Kuppe vom Finnen Erki Granlund mit dem Ascona überholt. Prüfung geschafft. Erleichterung bei Familie Demand. Jochen Kaltenegger hat das tonnenschwere Mercedes-Flaggschiff im Griff. Dieter Lindner, Alfred Hiltscher arbeiten sich in der Gruppe 1 nach vorne. Alfred Buse passiert im Renault R5 Alpine den BMW 2002 von Dieter Walterscheid, der etwas unglücklich geparkt hat. Walter Röhrl lässt den betagten Escort fliegen. Die Fans sind begeistert. Unglaubliche 17 Sekunden drückt der lange Björn auf das Konto. Das ist die halbe Miete für den Erfolg. In der Gruppe 1 führt Erwin Lukas. Aus der Führungsgruppe ist Wolfgang Sander ausgeschieden. Treibstoffprobleme sind der Grund. Björn hat Zeit für ein Autogramm. Europameister Andersson hatte Pech und verweist auf den zerstörten Reifen. Das kleine Örtchen Meuspath am Nürburgring gleicht einem Heerlager. Überall wird geschraubt. Aber allen macht es Spaß. Und ernsthafte Probleme scheint es nicht zu geben. Großbirn. Weinkönigin Britta und Walter Mutter haben ihren Spaß. Identisch mit der Wertungsprüfung 2. Oh.
Bei Wolfgang Sander hat man in der Pause den Fehler wohl gefunden. Oliver Lewis Oder hat mit seinem Porsche auch Spaß am Rallye-Sport gefunden. Detlef Wurst verblüfft immer noch die Konkurrenz. Alfred Buse hat sich inzwischen auf den zweiten Klassenplatz vorgeschoben. Wolfgang Wöhler mit dem Inbegriff vergangener Rallye-Jahre Saab 96 Sport. Jürgen Konrad fehlt nie bei einem Youngtimer-Lauf. Björn Waldegard bläst zum Angriff und knöpft Walter Röhrl 2 Sekunden ab. Der Vorsprung des Langen beträgt jetzt nur noch 22 Sekunden. In der Gruppe 1 verspielt Manta-Pilot Lukas seine Siegeschancen. Ein Ausritt kostet über 1 Minute. Fortmann Wolfgang Sander kennt dagegen keine Benzinprobleme mehr. Er fährt deutliche Bestzeit. Identisch mit Wertungsprüfung 3. Fischers Fulvia läuft immer noch einwandfrei. Wilfried Eichen und Claudia Speck fahren den Escort in die Spitzengruppe. Jochen Kaltenegger, Dieter Schneppenheim, das Mercedes-Team erhält Beifall auf offener Szene. Der Holländer Rob van de Peule mit einem seltenen Ford Lotus Cortina. Der Cortina verfügt über den gleichen Motor wie der Escort von Röhrl. Holub Lorenz zeigen, dass die Minis noch nicht zum alten Eisen gehören. Wenniger Birnbreyer, der NSU TT, schafft den Sprung unter die Top Ten. Axel Meissner ist nach seinem Ausritt wieder schnell unterwegs. Walter spürte den Druck des Schweden und damit erwachte natürlich auch der Ehrgeiz. Wieder musste sich Björn geschlagen geben, allerdings nur mit 1 Sekunde. Jetzt sind es wieder 23 Sekunden. In der Gruppe 1 hat Lindler die Führung übernommen, gefolgt vom Ehepaar Heinen. Wolfgang Sander fährt zwar wieder Bestzeit, gewinnen kann er aber nicht mehr aus eigener Kraft. Sehr schnelle Asphaltprüfung an der Hohen Acht, dem höchsten Berg der Eifel. Schmitz Renardi beweisen, dass man auch mit einem Triumph TR4 Rallyes fahren kann. Norbert Blessing gönnt seinem Simca vom Typ Rallye 2 auch mal eine artgerechte Veranstaltung. Erwin Lukas jagt die verlorenen Sekunden. Der Manta hat den Ausritt gut überstanden. Die Wertungsprüfung an der Hohen Acht brachte ein Unentschieden im Zweikampf der Weltmeister. Detlef Wurst sicherte sich seinen 3. Platz gegen Jansen Schmiemann, die in den vorherigen Prüfungen stark aufgekommen waren. Traumprüfung über 13 Straßenkilometer. Ehepaar Erzner mit leichten Problemen in Gruppe 3 Alpin. Detlef Wurst mit ähnlichem Stil. Erki Granlund, Carola Gräfer nutzen vor dem Abzweig jeden Zentimeter.
traumhaft, wie Walter Röhrl den Escort um die Ecke treibt. Waldegard hat viele schwedische Fans an der Strecke und sogar Zeit zum Hupen und Winken. Die Wertungsprüfung 9 war nach Meinung vieler Teilnehmer die schönste Prüfung der Rallye. Walter gefiel die Prüfung auch, obwohl er den kleinen Escort mit fast 9500 Umdrehungen quälen musste. Er war an manchen Stellen einfach zu kurz übersetzt. Waldegard bäumte sich auf und schlug Walter mit 8 Sekunden. Er verkürzte den Rückstand auf 15 Sekunden. Zum Abschluss eine Mixprüfung mit einem Schotterstück. Waldegard konzentriert sich auf 15 Sekunden Rückstand. Alles läuft optimal. Im Schotter absolut voll. Was würde Walter machen? Röhrl verliert durch einen schlechten Start. Und dann, im Schotter ist er 5 Sekunden langsamer. Aber der Vorsprung ist groß genug. Detlef Wurst fährt einem dritten Rang entgegen. Köppermann Derks schonen ihren Haley nicht. Wolfgang Sander fährt seine 4. Gruppenbestzeit. Die Holländer Bergsma Koningsfeld schaffen den 7. Klassenplatz. Das Ehepaar Heinen überrascht mit dem 2. Gruppen- und Klassenplatz. Mit dem Escort Sport waren Seidel Wollgarten gegen Walter Röhrl in der Klasse ohne Chance. Vater und Sohn Kottmann brachten den Rallye-Kadett ohne Schramme nach Hause.
Platz 9 im Gesamtklassement für den NSU von Wenninger Birnbreyer. Das Finale wurde spannender als erwartet. Der Schwede setzte alles auf eine Karte und auf dem kurzen, knorrigen Schotterstück nahm er keine Rücksicht auf das Material, ganz im Gegensatz zu dem Regensburger. Walter hatte im Ziel nur noch 5 Sekunden Vorsprung. Berechnung oder Glück? What's your meaning about the rally today? Oh, it has been fantastic, and especially that Walter was here, and exactly like in the old days. Big, big fight, and he possibly beat me by a few seconds, like normal. Das ist der Mann, meine Damen und Herren. Zusammenfassend kann man behaupten, dass die Youngtimer-Rallye Köln-Ahrweiler allen Beteiligten Spaß bereitet hat. Man freut sich jetzt schon auf das nächste Jahr. Der Dank aller Motorsportler gilt den veranstaltenden Clubs. Die Scuderia Augustusburg hat es geschafft, eine Idee erfolgreich in die Tat umzusetzen. Mit Unterstützung der Clubs MSC Adenau, ASC Ahrweiler, Dürener MC, MSF Flammersheim, MSC Oberehe, MSC Odenkirchen, TRT Rheinbach, AC Rübenach, SFG Schönau, MSC Wachtberg, MSC Wickrath. Kleine Episode am Rande: Das komplette Zeitnahmeteam kam mit Mann und Maus aus dem tiefsten bayerischen Wald. Gegenleistung: Bett- und Brotzeit. Auch das halbe Organisationsteam der Tulpenrallye ließ es sich nicht nehmen, anzureisen und zu helfen.